Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Das Wochenende ist vorbei und es ist viel passiert an diesem Wochenende bei Star Citizen. Wir sind aufgewacht von unserer Einschlaf-Trance. Denn, da sind wir direkt beim Hot Topic, 2.4 ist im PTU, im regulären PTU. Mhm. Am Freitag sind die 5000 Einladungen rausgegangen an die Tester und jetzt auch schon für RSI-Subscriber hinzugefügt worden. Die sind gleich hinterher wirklich gekommen und konnten jetzt direkt zugefügt werden. Ja, 6.49 Uhr war es, als die Mail uns erreichte, dass wir jetzt PTU-Einladung haben und dass der NDA vor allem aufgelöst ist. Das heißt, es gibt keine Verschwiegenheitserklärung mehr. Ihr habt es bestimmt, wenn ihr den Kanal verfolgt habt, schon mitbekommen. Wir haben dementsprechend schon Video nach Video rausgeschoben. Alles irgendwie. Wird jetzt veröffentlicht. Genau, jetzt wird auch alles gezeigt. Keine Geheimnisse mehr. Definitiv. Dazu muss man aktuell sagen zum PTU. Status, wir haben jetzt, wo wir diese Episode hier jetzt drehen, den Patch H im PTU. Ich gehe aber davon aus, dass wenn ihr den seht, wird es schon bei Patch I sein, so wie ich das Ganze einschätze. Das geht relativ schnell bei denen, ne? Außerdem muss man noch zusagen, aktuell sind die Server sehr überlastet vom PTU. Ja. Also das bedeutet, wir können noch nicht genau sagen, wie verhält sich das Spiel jetzt so, wann kommt der Live-Patch, wann geht es an alle raus. Momentan ist es tatsächlich so, dass die Server am meisten zu tun haben, was sicherlich mit der Persistenz zusammenhängt, die es da drin gibt. Ja, und was gibt es da überhaupt in dem Patch? Ja, ansonsten haben wir mehrere Videos für euch abgeloadet, sozusagen, mit den Inhalten, mit den Features, was jetzt alles im Gameplay möglich ist. Also schaut da unbedingt rein, wir werden sie euch nachher auch noch mal aufzählen, weil da ein paar Sahnestücke dabei sind. Na, zum Teil sehr lustig geworden, aber was euch erstmal am meisten interessiert, vielleicht wirklich, was die Einsteiger wissen sollten, was ist an Inhalten und Features drin, das seht ihr jetzt auf diesem Video da. Da berichten Weezen und ich sozusagen wirklich einmal, was im Patch 2.4 dann enthalten sein soll. Und ansonsten zu den weiteren Videos kommen wir später noch. Aber das ist auf jeden Fall das Hot Topic gewesen. Es ist allerdings auch sonst noch einiges passiert bei Star Citizen in der letzten Woche. Und von da aus gehen wir jetzt zu den Weekly Updates. Ja, und sind direkt bei Around the Verse angekommen. Neue Episode 31 schon. Und da gab es Neues, im Prinzip zur Weiterentwicklung der Version 2.4. Sie arbeiten an der Kleidung, sie versuchen, die ganzen Bugs loszuwerden, die noch da sind. Und Kleidung finde ich in diesem Punkt sehr wichtig, denn wenn man da so reingeschaut hat, ich finde also, die Schuhe müssten auf jeden Fall überarbeitet werden. Geht gar nicht. Also klar, dass auf weibliche Klamotten noch gewartet werden muss, das wissen wir jetzt, aber ich finde auch die Schuhe können sie schon mal irgendwie anpassen. Ja, die sind komisch aus. Definitiv. Komische Klopper zwischen Design und Altbacken und weiß ich nicht. Ja, die sind tatsächlich ein echtes Brechmittel, sagen wir, die Schuhe so an sich, nicht sagen. Wenn man sich das anguckt, ist wirklich die beste Empfängnisverhütung, die man sich vorstellen kann, aber nichtsdestotrotz von da aus geht es dann eben weiter, das heißt und wenn du so nackt bist und dann nur die Schuhe anhast, ist das auch ganz sexy. Diese Schuhe nicht. Naja, komm. Also, aber egal, es ist die erste Art von Shopping, die es überhaupt gibt. Das heißt, wir wollen nicht zu kritisch sein. Allerdings, das wird noch daran weitergearbeitet und das ist auch gut so. Außerdem geht es weiter mit dem Item-System 2.0. Auch daran wird gerade aktuell gearbeitet. All das ist jetzt noch nicht für das Patch 2.4 vorgesehen, aber eben für die weitere Entwicklung nach dem Patch 2.4. Und was ich auch sehr spannend fand, waren die neuen Shops, die es geben soll. Ja, und zwar soll es auch illegale Shops geben, nämlich Stichpunkt Piratenbasis. Ja, die ist also auch ein Future Release, wie sie es nennen. Also ist wirklich noch eine zukünftige Veröffentlichung, die da passieren soll. Aber sie arbeiten immerhin schon mal dran, dass die Piraten dann oder beziehungsweise Outlaws dann auch eben ihre eigene Basis bekommen. Außerdem haben sie eine neue Waffe fertiggestellt und das ist auf jeden Fall eine Meldung wert, weil sie eine sehr Waffe ist, die von der Community gefordert wurde, also gewünscht wurde, dass es sie geben wird. Und das ist die Aemon and Reese Scattergun. Klingt schon so. Brutal, auf jeden Fall. Ja, so gar nicht meins, aber erzähl mal. Es ist eine Schiffsschrotflinte, also die 8 Projektile gleichzeitig verschießt und dementsprechend vermutlich auf eine große Fläche, gerade für Schilde vielleicht, viel großen Schaden macht. Die ist jetzt fertiggestellt, da bin ich mir sehr gespannt, wann die dann irgendwann in den Shops landet und ob man sie irgendwann auch mit Alpha-Credits kaufen kann. Ja, Shipshape gab es noch. Shipshape, genau, und da ging es um die Caterpillar, die Drake Caterpillar. Da wurde jetzt wieder ein neuester Stand, oder sie wurde auf den neuesten Stand gebracht, nämlich in der Whiteboxing-Phase befindet sie sich jetzt. Also da wird es auch was zu geben und ein Voice-Over dazu wird dann auch noch folgen von unserer Seite aus. Definitiv.
Ansonsten gehe ich mal gleich weiter. Ne? Ja. Gibt es auch einen neuen Lawmakers Guide to the Galaxy. Der wurde diesmal wieder von Sherry gemacht. Da werdet ihr auch noch einen Voice-Over von uns, beziehungsweise dann von mir bekommen. Und diesmal ging es um Tamsa und Min, ne? Ja, und da bin ich schon wieder neidisch, weil Tamsa ist wirklich ein total spannendes System. Ist nämlich das einzige System in der bisher bekannten Star Citizen Galaxy, was ein schwarzes Loch im Zentrum hat. Dementsprechend eine sehr, sehr abgefahrene Sache. Da darfst du dich dann wieder ranwagen. Ja. Sehr schön. Ja, wir gehen von Around the Verse zu Reverse the Verse. Die war vom 13. Mai, glaube ich, die Folge. Und da geht es auf jeden Fall um, in erster Linie mal um das verbesserte Patch-System. Das heißt, momentan ist es ja so, dass ihr den Launcher aufmacht und wenn es ein Update gibt, darf man immer so zwischen 15 und 30 Gigabyte herunterladen, was Leute mit einer langsamen Internetleitung durchaus mal zur Verzweiflung bringt. Ich habe eine ganz langsame Internetverbindung. Ja. Also das ist natürlich immer das Problem. Ja, mit so einer 6000er Leitung ist man dann eine ganze Weile am Laden und da soll es aber bald eine Veränderung geben. Genau, und zwar wollen sie die Pakete verkleinern, also die Paketdateien verkleinern, damit ihr das nicht immer wieder komplett runterladen müsst. Was ja dann in dem Fall auf jeden Fall für alle hilfreich sein wird. Auf jeden Fall, ja. Dann wird es auch einen neuen Konzeptverkauf geben. Da von der Drake Buccaneer. Die wird $100 kosten. Das haben sie schon angekündigt und folgt am Freitag, den 27. Mai. Ja, da geht's dann wieder los. Der neue Concept Sale startet. Da wird es dann wieder Q&As geben, wie wir das so gewohnt sind. Und ja, zur Buccaneer kommen wir gleich dann auch nochmal ganz kurz. Aber in jedem Fall werden wir darüber berichten, sobald der Concept Sale gestartet ist. Genau. Selbstverständlich. Und, was war das mit diesem Minispiel da? Genau, da kommen wir eigentlich am Ende nochmal zu. Da gibt es nämlich einen eigenen Artikel zu. Wir haben aber gleichzeitig noch das Shipshape-Update, den Status, ne? Ja, von den Schiffen. Genau. Richtig. Also das machen wir ja immer für euch, so ein bisschen, dass ihr dann Überblick habt, okay, was ist jetzt eigentlich mit den Schiffen los? Welcher Stand ist da gerade? Fangen wir mal an mit der Carrick, ne? Weil das ist ja das beliebteste Schiff irgendwie von den Größen, also von den Großen sozusagen. Und die ist jetzt in der aktiven Produktion. Und die so, beziehungsweise die soll in den kommenden Wochen beginnen, die aktive Produktion. Und da sind alle schon hibblig, wie man hier merkt. Genau. Also im Moment sind halt noch die Whitebox Layout-Phasen am Start sozusagen, aber zumindest geht es da dann bald voran. So ist es, ja. Da sind wir alle sehr gespannt drauf. Weiter ging es dann mit der 85X von Origin. Das ist das kleine Speedboat sozusagen, was in der 890 Jump mit dabei ist. Da gibt es nichts Neues zu berichten, außer, dass sie eben weiterhin auf dem Plan steht für die Pipeline-Entwicklung. Sobald die Ressourcen freigeht, geht es auch in dieses Schiff. Wird vermutlich relativ schnell gehen, weil es ein Zweisitzer ist, also ein relativ kleines Schiff. Außerdem, wie gesagt, die Buccaneer, da wissen wir jetzt, sie kommt in den Concept Sale und soll dann später im Jahr auch in die Hangars kommen, beziehungsweise Flight Ready werden, ist aber für die allernächste Zukunft jetzt nicht geplant. Wie gesagt, da wird gerade erst das Konzeptstadium abgeschlossen. Ja, und dann gehen wir zu deinem Lieblingsschiff in letzter Zeit, der Dragonfly. Die Dragonfly, ja, ganz sportlich fühle ich mich dann da immer bei der Dragonfly. Und die wird sozusagen, ja, da wird es verschieden, oder gibt es ja verschiedene Konzepte und dann dauert das immer, bis die alle durch sind. Deswegen, also es wird in naher Zukunft präsentiert werden, also da können wir drauf gespannt sein. Also mein die Tipp lassen ist, sich, ja. Mein Tipp ist übrigens, dass sie das nächste Schiff nach der Buccaneer wird, das wir in den Konzeptzellen sehen. Also in naher darauf festnageln. Ja, bitteschön. Ja, das werde ich doch immer gerne. In naher Zukunft präsentiert klingt für mich wie, ist noch nicht fertig, aber nach nächster Sale kommt es dann. Wenn du da so optimistisch bist, meinst du? Ja, bin ich. Ja. Was gab's noch? Die Banu Merchantman, die ist für später. Ja, geplant. Also noch nicht jetzt in nächster Zeit, weil wie gesagt, erst wollen sie auch die Carrick in Produktion bringen, weil das halt das beliebteste Schiff in der Größe ist und deswegen lässt die Banu so ein bisschen auf sich warten. Vor allem ist da halt auch das Stichwort Entwicklungskit, ne? Also weil für die Enver-Schiffe ist es alles schon verfügbar und eben für die Banu-Schiffe noch nicht. Ja, die Banu müssen erst als Rasse noch eben komplett ausentwickelt werden und vorher wird es auch an die Merchantmen sich nicht rangewagt. Da sieht es eben bei den Will-Schiffen ein bisschen besser aus. Also dementsprechend geht es noch weiter mit den Varianten und den großen Schiffen, die kann man jetzt mal zusammenfassen. Da gibt es sozusagen den standardmäßigen Disclaimer, nichts Neues bisher. die Varianten. Basis. Genau. Die Varianten kommen tatsächlich eben stückchenweise, wenn die Basisvarianten erstmal da sind, also die Basisschiffe da sind, außer die Schiffe, die für Squadron 42 benötigt werden. Jetzt bestes Beispiel, gerade die Starfarer Gemini wird für Squadron 42 benötigt und ist eben dementsprechend auch schon Flight Ready.
ready. Mit 2.4 dann. Ja, große Schiffe sieht es ähnlich aus. Da wird langsam dran gearbeitet. Da werden wir wohl als erstes dann die Idris und die Javelin sehen. Aber wahrscheinlich auch nicht, bevor Squadron 42 selber zu uns als nach Hause auf den Computer kommt. Ja, weiter geht's dann mit jenem Gewinnspiel, beziehungsweise jedem Spiel. Es war ja kein Gewinnspiel. Ein kleines Rätsel. Der Buccaneer. Ja, von der Buccaneer. Und zwar auf Twitter. Und ihr könnt auch die Auflösung oder beziehungsweise, ja doch, eigentlich die Auflösung, des Bilderrätsels auf SCB euch anschauen. Genau, also wie gesagt, das war ja so ein Mini-Spielrätsel. Wer erkennt die Buccaneer? So ein Puzzle eben. Und ja, könnt ihr mal reinschauen. Da seht ihr auf jeden Fall das erste Konzeptbild zur Drake Buccaneer, die dann ab 27. im Sale ist. Ja, dann haben wir noch was von unserer persönlichen Seite zu berichten. Da gab es auch was Neues mit dem Fallen des NDAs und sich Anbahnen von 2.4 hat für uns auch eine neue Kooperation begonnen. Der Crash Academy Channel, wir arbeiten jetzt mit der GameStar zusammen und die GameStar hat uns sozusagen als Community-Experten ins Boot geholt. Wir unterstützen die jetzt und in Zukunft da drin, sich gut mit Star Citizen auszukennen, beantworten für sie Fragen und schreiben auch den einen oder anderen Artikel, wo wir dann versuchen, ein bisschen mehr und ein bisschen tieferen Input für die Fans von Star Citizen und insgesamt für alle Leute, die sich dafür interessieren, rauszukriegen. Sehr schöne Sache, dass das geklappt hat. Ja, das ist super, dass es geklappt hat. Ja, das freut uns sehr. Also wir freuen uns auch sehr über Feedback von eurer Seite zu unseren Artikeln, die wir da schreiben. Wir wollen euch, wie gesagt, gut informieren und wollen eben auch helfen, dass die von der GameStar, dass die Redaktion einfach sehr gut up-to-date bleiben kann. Das ist der ganze Sinn der ganzen Sache. Sie auch ein paar Insider-Wissen haben. So ist es, richtig. Star Citizen ist sehr komplex und von daher freuen wir uns da sehr, die GameStar unterstützen zu können. Ja, und von da aus gehen wir auch direkt zu dem Anlass, nämlich 2.4. Da gab es ja, wie gesagt, eine ganze Menge Videos Menge Videos. Also ihr müsst da unbedingt reinschauen. Und wir fangen an. Das erste Video, das haben Sawyer und Wiesen gemacht mit den Features und Spielinhalten. Ist ein Einsteiger-Guide. Wir gehen es wirklich jetzt für euch durch. Haben im Hintergrund natürlich schon jede Menge Footage dazu zu laufen. Das heißt, wenn ihr euch konkret darüber informieren wollt, was ist im Patch drin und was erwartet euch, wenn ihr dann live geht, dann schaut euch dieses Video an. Außerdem, ein neues Schiff ist in den Hangar gekommen. Die Reliant hat es endlich geschafft. Die gucke ich mir im Hangar an. Damit machen wir also einen kleinen Walkthrough und stellen euch mal diese Reliant zumindest in dem Status des PTU-Patches vor. Was haben wir noch alles gemacht? Ja, Sawyer ist dann auch noch durch Crusader und hat sich mit dem Shopping und dem Geldverdienen fürs Shopping beschäftigt. Genau, ich muss ja irgendwie sehen. Das lohnt sich auch natürlich da reinzuschauen, weil wir wollen ja alle dann Geld verdienen, damit wir das Geld wieder ausgeben können. Ja, wollte schon gerade sagen, ich muss ja irgendwie sehen, dass ich dich irgendwie unterhalten kriegt. Das heißt, ich muss ja irgendwie das Geld verdienen, dass du dann auf Arkorb loshauen kannst. Ne? Ja, apropos schon klar. Arkorb, wo wir beim nächsten Video wären, wir waren als erstes im Shopping. Ja? Also das muss ich an dieser Stelle aber auch mal sagen. So, ne, hier mal klammheimlich haben die drei sich schön nach Arkorb aufgemacht, schön im Cubby Blast und Cassava Outlet Store und waren schön shoppen. Ja. Und wo war die Dame des Hauses? Ja, die hat nämlich Geld verdient oder zu Hause gekocht. Hab ich da, weißt du? Schön, ey. Ich sag dazu jetzt besser gar nichts. Also, sag besser nichts. In einem Video stellen wir aber euch auf jeden Fall... Aber das ist ein super Video, ja. Genau. In einem Video stelle ich mir euch nochmal die Shopping-Mechanik vor, aber wovon Sissi ja da gerade sprach, war dann wirklich der Abschluss, nachdem wir lange Tage daran gedreht haben, an diesen verschiedenen Videos, haben wir uns zu dritt mit, also ich mit Wiesen und Dozer dann nach Arkorb begeben und im Grunde genommen nur noch den Rest gefeiert. Ja. Und wir haben noch so ein bisschen Ruhe im PTU genossen, bevor die ganze Meute dann den Sommerschlussverkauf da einleitet. Ist ein super lustiges Let's Play. Erwartet bitte nicht zu viel Informationsgehalt. Es war schon sehr spät. Wir haben den ganzen Tag und die Tage davor ordentlich daran geackert. Und von daher geht es ein bisschen lockerer zu. Ja, aber es ist auch gut, so finde ich. Ne? Genau. Also ein bisschen Spaß muss ja auch sein, gerade beim Shoppen. Und dann können Dann können wir nämlich den Shopping-Spree richtig nochmal aufnehmen, wenn es dann live geht. Ne? Ja, also da werde ich mich richtig austoben. Genau. Oder ich werde euch beraten. Ja, finde ich auch super. Sehr, sehr schöne Sache. Eure Auswahl war dann nicht so. Ist immer nötig. Definitiv. Genau. So, was gab's noch? Livestream mit Westem. Der liebe Gute, der wird am Donnerstag, den 26.05. 20.15 Uhr Primetime für euch wieder im Twitch-Channel bereitstehen und mit euch über die Inhalte plaudern, über die Features, Fragen, Antworten, alles. Genau. Da ist er bereit für euch. Seid dabei, Crash Academy.
Academy live auf Twitch am kommenden Donnerstag, eben 20.15 Uhr. Vestum ist da der Host. Schluss und letztendlich haben wir natürlich noch Interaction und da haben wir eine Auswertung, die ein gutes Bild über die Beliebtheit der aktuellen Schiffe, die jetzt so ausstehen, gibt. Und wir haben euch gefragt, ja, welche Schiffe hättet ihr denn als nächstes gerne im Spiel, beziehungsweise zunächst natürlich im Hangar. Und ich fange mal ganz unten an. Also das hässliche Endline unter den Schiffen ist tatsächlich die Anvil Crucible. Das Reparaturschiff scheint momentan aktuell wenig Leute zu interessieren. 4% wollten das nur sehen. Weiter ging es dann mit der Herald, ne? Ja, die Herald, die hatte 9% bei euch. Also das war schon ein bisschen mehr, aber auch nicht so wirklich. Ja. Aber die Caterpillar, die liegt bei 12%. Ja, immerhin. Den Stromtransporter findet ihr wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Wie gesagt, auch gerade in der Whiteboxing-Phase. Dann geht es von da aus in die Hull-Serie, die sehr, sehr viele Leute interessiert. Immerhin 26% möchten die Hull-Serie gerne näher begutachten. Ja, und the winner is? The winner is the Carrack. Ja. The Carrack, genau. Mit 46%. Wie gesagt, es deutet ja auch alles darauf hin, dass die jetzt in Produktion geht. Und von daher trifft das anscheinend auch euer Interesse. Und irgendwie muss da jemand was gemunkelt haben, weil sie hören so ein bisschen auf euch. Ja, scheint so. In diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Abstimmen. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Kommentare, über eure Abos. Wir sind durch mit dem SCB-Verse Report. Kommentiert das Video, liked und disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Lasst uns Feedback da. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Vielleicht findet ihr da einen Award, der euch das Ganze noch ein bisschen versüßt. In diesem Sinne, vielen Dank für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche allesamt wieder. Und Cecilia und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!